Und weiter geht's. Hier wieder mit Mario Kart 8 und mir, Fabo Grün. Ja, wir nehmen uns den dritten 150er Grand Prix vor. Ah, schön, Toadette, die Kleine. Die nehmen wir doch auch mal direkt. Toadette mochte ich immer sehr gerne. In Mario Kart Double Dash habe ich sie gerne mal genommen. Ja, ich überlege gerade, was... Ah, den wilden Wiggler, den hatten wir noch nicht. Wollen wir es mal mit dem wilden Wiggler probieren und den normalen Slicks? Und von mir aus... Ach naja, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Nehmen wir einfach mal diese Kombi. Und ja, das sind die Strecken, die wir uns vornehmen. Kennen wir inzwischen schon alle zu Genüge und freuen uns trotzdem drauf. Ja, der Blumencup. Hm, weiß gar nicht, hat so mit die unspektakulärsten... Na, obwohl, warte mal, die Shy Guy-Fälle... Ich sag dazu jetzt mal nichts, nein. Hier gibt's keine unspektakulären Strecken. Außer Marios Piste vielleicht. Da bin ich ja echt das... Ich glaube, das eben gerade die Streckenübersicht muss ich mir nochmal so angucken, weil ich find's echt krass, wie die das da machen, wie man da auf einer 8 irgendwie zweimal entlang fährt. Und ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Es gibt ja zwei Arten von Boosts, also beim Start direkt schon. Beim Start und so beim Fahren auch. Oh, der war schön hier, ja. Einen großen und einen kleinen. Je nachdem, wie perfekt man es halt trifft. Ah. Na, komm her, wer auch immer mich abgeschossen hat. Du kannst mir auch gerne direkt reinfahren. Ja, gut. Die Computergegner fahren mit Bananen rum, ey, die Schweine. Hä, warum habe ich eigentlich kein Item bekommen? Das sehe ich nicht ein, du. Ich glaube, das ist die Strecke, die ich mit am wenigsten gefahren bin. Geflogen, ja. Weil er hier gerade einmal kurz fliegt, denkt er fliegt die ganze Zeit, ja. Ach komm. Hättest du nicht ankommen können, als Yoshi noch vorne war? Aber wo ist der? Weil wir gerade von dem kleinen Schlingel reden. Gut, hier nicht zu weit innen drin driften. Ganz einfach aus dem Grund, weil, ihr habt es gesehen, die hässliche Topfpflanze auch an der Straße ihren Platz gefunden hat. Die wächst überall, der gefällt's überall. Ja, gut. Mit Münzen können wir gerade nicht ganz so viel anfangen. Ich hätte gerne was zum Verteidigen. Boah, zum Glück halten einen die Dinger hier nicht fest, nur diese Lianenteile. Ich bin der Meinung, Münzen regenerieren sich sehr viel schneller als noch in Mario Kart 7. Was einerseits gut ist für jemanden, der weit hinten ist. Und schlecht für jemanden, der gerade hier vorne abräumt. Also wie wir hier gerade die Position innehaben. Weil würden jetzt die Münzen so lang wegbleiben, sehr schön, dass der hinter uns keine mehr bekommt. Dann hätten wir dadurch ja durchaus einen Vorteil. Ah, hätte ich das mal ausprobieren können. Ja, schade, ich wollte eigentlich mal testen. Ich glaube, wenn man hier so diese Piranhas, also die Top-Pflanzen, wenn man die abschießt, ich glaube, die sind dann kurz gestunt, aber ich weiß es jetzt nicht so genau. Müsste man mal ausprobieren. Nur sich da an Position... Also ich hätte es gerade schon probieren können. Obwohl, warte mal, nicht, dass die dann einfach abprallen. Das ist natürlich auch bitter, ne? Man mich jetzt hier gleich bei dem Versuch einfach mal selbst abknallen. Toadshafenstadt bin ich bisher auch relativ wenig gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eine ziemlich coole Strecke auch. Also ich mag die total gern. Die ist schön gestaltet. Hat das Pizza Delfino Flair. Super Marine World gibt's. Hier, also eigentlich neben den Strecken gibt es hier auch viel zu sehen. Na gut, eigentlich wäre ich da gerne links lang gefahren. Wenn man die Strecken nicht so gut kennt, dann kann. Oh, ja. Kann das mal passieren. Sehr schön. Die roten Panzer sind gerade perfekt getimed, ja? Also für uns. Dass wir dann immer schön noch ein Item mitnehmen können. Ja, wir fahren jetzt auch einfach mal.
Obwohl ich hier zum Teil schlechte Erfahrungen habe. Wow. Oh, ey, und ich dachte echt, ich düste da jetzt voll gegen. Ja, die gute Toad... Oder die gute Toad... Ich will sie nicht beleidigen, keine Angst. Die gute Toadette springt ganz schön weit. Ey. Nein. Das war zu weit in die Kurve, ja. Entschieden zu weit. Ah, aber... Boah, das wäre jetzt ja gewesen. Das war nämlich unser eigener, ne? Wenn wir schon total... Also, ich meine, da habe ich gerade echt scheiße geschossen. Wenn man es ganz genau machen will, ja, dann kommt meistens sowas bei raus. So, aber... Komm her! Ich kann auch anders, du. Aber dafür brauche ich erstmal einen roten Panzer, ja. Ganz offensichtlich. Tschu! Schade, hier gibt's keinen Boost. So, hier kann man auch rein ohne Pilz. Ist ja... Oh, schön. Schießt euch da hinten ruhig selber ab. Man kann ja oft irgendwie so klitzekleine Abkürzungen auch nur... Ja, und warum habe ich meine Banane weggelegt? Okay, gut, für den Panzer. Das war dann doch noch vertretbar. Hier ist die Musik auch schön entspannt. Juhu! Die Kleine hier, die hält uns... Ja, wie heißt das? Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn man so mit dem Hintern rumbounzt, das macht die Toadette hier beim Stunt. Oh. Egal, wenigstens vor der Itembox noch. Schön ist ja auch immer, wenn es einen Blitz gab, dann ist es eigentlich fast ausgeschlossen, dass man direkt danach noch von was anderem getroffen wird. Weil wer soll schon noch was haben, wenn alle ihr Zeug gerade verloren haben, ne? Also ein bisschen Zeit hat man da auf alle Fälle noch. Gut, Toadette freut sich zurecht. Das Wiggler-Gefährt ist zwar fast wie so ein Quad irgendwie. Also so eine Kreuzung aus Auto und Motorrad. Also ein Quad kennt hoffentlich jeder. Ja, ist ganz fährt sich soweit ganz gut mit einem leichten Charakter auf alle Fälle. Wie es jetzt mit einem Wario oder so wäre, das wissen nur die Sterne. Meine Lieben. Ist das jetzt hier die dritte? Ja, und dann die vierte sind, glaube ich, die Yoshi-Fälle. Yoshi-Kaskaden ist vom DS. Ich glaube, Yoshi-Fälle oder Yoshi-Tal, glaube ich, sogar. Oh. Oh Gott, einfach mal an den Münzen. Ist ja nicht so, dass wir die bräuchten, nein. Oh, schön, hat jemand anderen getroffen. Ich meine, das ist ja so, selbst wenn der Panzer es gar nicht auf dich abgesehen hat, sondern auf jemanden, der direkt hinter dir fährt, wird dir halt angezeigt, dass da jemand, also ein Panzer unterwegs ist, ja. Deswegen, also das Geräusch ohne Item in der Hand ist nicht immer sofort der Todesbote. Kann auch manchmal ganz gut für einen sein, wenn dann andere Ärsche hinter einem getroffen werden. So. Und hier kann man... Nee, ach Quatsch, das war der Bowser-Eingang, glaube ich, wo man einen Stunt machen kann. Und einfach mal über die Münze rübergesprungen. Hat auch was. So. Hier ist die Musik zum Beispiel ziemlich cool, irgendwie wie in so einem... Ich weiß noch nicht, ob das hier Luigi's Mansion so darstellen soll. Also ich meine, eine Gruselvilla-Strecke gab es ja jetzt auch schon öfter. Aber war halt meistens dann auch Luigi's Strecke. Also nicht Luigi's Strecke, aber halt von Luigi's Mansion inspiriert. Muss ich auch mal sagen, ich habe ja auch ein 3DS natürlich. Und... Luigi's Mansion habe ich mir auch geholt, aber noch gar nicht so gespielt, dummerweise. Weil, ja, keine Ahnung, Zeitmangel. Soll ja aber auch ziemlich gut sein. Ich habe den ersten leider auch noch gar nicht gespielt, deswegen hoffe ich ja, dass der auch mal als downloadable Virtual Console Spiel rauskommt.
haben ja noch keine GameCube-Spiele bisher. Obwohl es mich sehr wundern würde, wenn es die nie geben würde. Ach, scheiße. Was ist er da? Habe ich gehofft. Das ist schneller weg. Naja. Ja, also hier kommen wir jetzt entspannter auch über die Runden. Nicht so wie im letzten Cup, wo wir da einmal Vierter wurden durch Dummheit und Pech. Ja, wenn das beides zusammenspielt, dann hat man sowieso verloren, ne? Also Pech kann in Mario Kart mal passieren, aber Dummheit, ne, da ist kein Platz in Mario Kart für. Ach, Shy Guys Wasserfälle? Okay. Ja, macht Sinn. Es sind hier viele Shy Guys, die hier arbeiten. Ja. Klingt logisch. Ich bin mir gar nicht sicher, gab es Shy Guys in anderen Spielen auch schon andersfarbig? Also von Toads und so kennt man das ja, ne? Ich wäre mir jetzt nicht ganz sicher, ob es... Ja. Immer wenn ich so wirklich ganz hart nachdenken muss, versaue ich den Start. Falls ihr jetzt denkt, was, sowas muss ja schon schwer nachdenken. Ja, Multitasking ist bei mir gleich null, also quasi nicht vorhanden. Deswegen ist ein Wunder, dass ich überhaupt irgendwas hier auf die Reihe bringe, wenn ich spiele. Oh, gefährlich. Da will ich, wenn der einen Panzer hat, die sind inzwischen so arschig, die schießen dir das dann auch einfach direkt ins Gesicht. Ja, nee, jedenfalls könnte es sein, dass es andersfarbige Shy Guys in diesem Donkey Kong und Mario-Spielen irgendwie gab. Obwohl, nee, Quatsch, wenn man gibt's. Ich bin der Meinung, ich kenne andersfarbige Shy Guys. Aber ich wüsste jetzt halt nicht von was. Vielleicht auch Yoshi's Island, da gibt's ja auch ab und zu mal Shy Guys. Die kleinen, schüchternen Jungs. Arbeiten, ey, hart als Bergarbeiter. Ja gut, also hier ist jetzt wieder so, ne? Können uns nicht richtig absetzen. Und kriegen halt ab und zu mal... Oh, schade. Kriegen halt ab und zu mal einen Bumerang ins Gesicht. Ja, warum auch nicht, ne? So. Wenigstens mit den drei Panzern noch einen getroffen. So, und die Tröte, aber nicht, wenn wir vorne sind, ja. Hier bringt die mittelmäßig viel. Oh, aber so dann doch schon, wenn ich jetzt gleich in die Nähe von beiden komme. Oh Gott, ja, nicht optimal, nicht optimal. Ich muss nur ein Stück ran. So, und das sollte, glaube ich, auch schon reichen. Nein! Oh, ganz knapp nicht. So eine Scheiße. Gut, und jetzt haben wir auch noch Pech mit dem Kack-Feuerball. Da, Wario, weh, du schießt jetzt Luigi nicht auch noch ab. So, hier. Gut, Luigi fährt oben lang. Das ist meiner Ansicht... Hä, okay. Macht's... nein! Ich bin der Vollhonk des Jahres. Und jetzt werden wir natürlich auch noch von diesem Mistding abgeballert. Aber ich glaube... Ja... Okay, wir sind noch... Ja, Zweiter. Hm? Luigi, du Arschloch. Ey, warum bin ich auch zum Schluss an dem verdammten Itemkasten vorbeigefahren? Ärgerlich. So dämlich irgendwie wieder Punkte verloren. Auch wenn wir zum Schluss jetzt irgendwie Glück hatten, dass wir da noch Zweiter geworden sind. Ich meine, letztendlich pfeife ich da eh drauf, ob ich jetzt nun einen Rang oder... Also einen Ein-Sterne-Rang oder einen Zwei-Sterne-Rang bekommen habe. Das ist mir relativ egal. Also das Einzige, was zählt, sind drei Sterne. Und das haben wir nicht bekommen. Trotz dieses wunderschönen Rennens hier in der Gruselvilla. Ja. Konnten wir uns halt einfach nicht nach vorne kämpfen. In den blöden Shy Guy-Fällen. Weil, sieht man, wenn von Anfang an der Wurm drin ist, dann läuft einfach gar nichts mehr. Naja. Holen wir uns noch kurz den Pokal ab, dann sag ich an der Stelle schon wieder tschüss und bis zum nächsten Mal. Wieder ein neuer Charakter und 1200 Münzen. Ja, ich bin gar nicht so fleißig am Münzen sammeln, muss man mal ganz ehrlich sagen. Schon Leute, die sehr viel mehr haben. Ja,
Gut, dann, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.